Vielen Dank, Herr Präsident, werte Abgeordnete, Hohes Haus. Aktuelle Debatte der AfD, Feserputsch gegen unsere Grundrechte, Konto- und Telefondaten ausspionieren, Reisefreiheit entziehen, Kritiker die Waffenerlaubnis entziehen und aus dem öffentlichen Dienst entfernen, Spitzel auf sie ansetzen. All das macht diese Debatte so nötig. Zitat aus der Volkskammer der DDR von 1989. Wir sind die Söhne und Töchter der Werktätigen und kommen aus allen Schichten. Wir vertreten die Interessen der Werktätigen. Das ist unser oberster Auftrag der Volkskammer. Und der sind wir immer und haben uns bemüht, gerecht zu werden. Wir haben, genossen, liebe Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen. Wir haben hervorragende Informationen geliefert, die die Entwicklung jetzt so weit gebracht haben, wie wir sie heute haben, genossen. Und wenn ihr mich fragen würdet, ihr würdet sehen im Saal, wie viele zustimmen, dass unsere Mitarbeiter Hervorragendes aus diesem Gebiet geleistet haben. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen müssen. Hervorragendes, genossen. Ich liebe doch alle Menschen. Ja, ich liebe doch, setze mich doch dafür ein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, doch, das mache ich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das sind die letzten Worte eines der schlimmsten. Das sind die letzten Worte eines der schlimmsten Demokratiefeinde in einem sozialistischen Parlament von Erich Mielke, dem Minister für Staatssicherheit. Diese Worte fand er, obwohl draußen vor dem Palast der Republik und in Leipzig und anderen Städten bereits Millionen von Menschen dafür gesorgt haben, dass dieses demokratiefeindliche Regime beendet wurde. Und so hat es im Übrigen auch 1933 angefangen. Es wurden Medien kontrolliert, Parteien verboten, Kinder indoktriniert, Meinungen unterdrückt, das Volk gespalten, Meldestellen eingerichtet, Andersdenkende verraten, Bürger diffamiert und Politiker bespitzelt. All das hatten wir schon zweimal. Und im Schatten von Mielke bringt die defekte Lichtsignalanlage in Berlin, insbesondere die SPD, ein Demokratiefördergesetz in Umlauf, das wohl eher als Demokratiemördergesetz in die unsägliche Geschichte dieser Regierung eingehen wird. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, zurück in die Diktatur, das ist ihre Devise, das ist die Devise der Demokratieabschaffer der Ampel, die mithilfe der Altparteien Stasi den Menschen in diesem Land Angst machen will und letztendlich Schrecken und Verfolgung denjenigen ankündigt, die vom Recht der Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Kommen wir mal zu den Punkten von Frau Faeser. Resilienz der Demokratie stärken. Die Konsensparteien haben jahrzehntelang ihnen genehme Juristen und auch ehemalige Politiker ins Bundesverfassungsgericht entsandt, um zu verhindern, dass infolge des wachsenden Einflusses der AfD in der Zukunft auch wahrhaft unabhängige Richter in das höchste Gericht gelangen, will man das Grundgesetz entsprechend ändern. Ganzheitlicher Ansatz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Dahinter verbirgt sich die willkürliche Bekämpfung jeder echten Opposition. Jeder Missliebige wird zum Extremisten erklärt und kann dann mit rechtsstaatlichen Mitteln schikaniert und terrorisiert werden. Finanzquellen rechtsextremischer Netzwerke austrocknen, oppositionelle Kräfte, gegen die sich sonst nichts finden lässt, will man wirtschaftlich schädigen bzw. vernichten, getreu dem Antifa-Slogan Nazis in die Pleite treiben. Dazu soll die bisherige schon weit auslegbare rechtliche Befugnis durch den Begriff Gefährdungspotenzial erweitert werden. Transnationale Vernetzung stören, Einschränkung von Ein- und Ausreise für vermeintliche Extremisten. Hier können Millionen Versorgungsmigranten aus aller Welt illegal ein- und ausreisen. Und wenn man mich als Extremist erklärt, will man mir meinen Italienurlaub verbieten. Das ist nichts anderes, als wir in der DDR hatten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hass im Netz bekämpfen. Unter diesem Schlagwort will man unerwünschtes Gedankengut aus dem Internet entfernen. Aber nicht nur das, auch die Träger dieses Gedankengutes sollen verfolgt werden. Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst entfernen. Anwendung sogenannter Phänomenbereich, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Damit soll jede Kritik aus den Reihen der Millionen Angestellten des öffentlichen Dienstes unmöglich gemacht werden. Jeder Kritiker muss damit rechnen, zum Verfassungsfeind oder Rechtsextremisten abgestempelt zu werden. Man will Millionen Duckmäuser statt engagierter Staatsbürger. Rechtsextreme Netzwerke zerschlagen. Mit solch Verbotsmaßnahmen will man vor allem Schlagzeilen produzieren und Stimmung machen, ganz egal, wie klein und belanglos die betroffenen Gruppen sind. Siehe Rollatorputsch. Rechtsextremisten konsequent entwaffnen. Hunderttausende von Jägern und Sportschützen sollen so davon abgehalten werden, sich zur AfD zu bekennen. Demokratieförderung stärken. Man will mit dem Demokratiefördergesetz lediglich die eigene Klientel finanziell absichern
und Programme zur Beeinflussung der Menschen im Regierungssinn vorantreiben. Sport mit Haltung gegen Rechtsextremismus. Ein weiterer Versuch, Stimmung zu machen, das gesellschaftliche Klima zu vergiften und Unfrieden in Sportvereinen zu erzeugen. Das sind nur 10 von 13 Punkten. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Sie von der SPD mit Ihren Antidemokratie-Ampelpartnern machen das alles nur, weil wir in allen 5 ostdeutschen Bundesländern auf Platz 1 stehen, und zwar mit weit über 30%, und weil Sie wissen, dass Ihre Altparteien-Ära zu Ende ist. Ihre Ära ist zu Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie verlieren die Wahlen, Sie verlieren Ihre Macht, Sie verlieren Ihre finanziellen Bezüge und Sie verlieren Ihre Daseinsberechtigung. Das ist Ihre letzte Chance, mit Stasi-Methoden Ihre Macht zu sichern. Und ich sage Ihnen, wie Sie das mit Korrektiv angeleiert haben, bei denen ja einige auch ein SPD-Parteibuch haben. Die Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes haben sich 8 Tage vor der Stasi-Bespitzelung des Privattreffens mit Mitarbeitern der Korrektiv-Laien-Spielgruppe getroffen. Der SPD-Kanzler hat sich 2 Tage vor der Stasi-Bespitzelung des Privattreffens mit Korrektiv-Geschäftsführerin getroffen. Vermutlich hat man dort beschlossen, mit Hilfe der VS-Truppe von Thomas Heidenwang den Veranstaltungsort verwanzen zu lassen, in der Hoffnung, irgendetwas Verfängliches abhören zu können, damit man verhindert, dass die Ampelparteien bei den nächsten Wahlen in der Versenkung verschwinden. Als man dann feststellte, dass dort nichts Greifbares geäußert wurde, hat man sich der Staatspresse bedient und einfach ein paar Lügen über Vertreibung und Deportation gestreut, in der Hoffnung, dass es irgendwie beim Bürger verfängt. Und genau das passiert eben nicht. Außer Spesen nichts gewesen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Bürger entscheiden sich trotzdem für die AfD, weil sie die Münchhausen-Politik der Altparteiendarsteller durchschaut haben. Nun versucht man, wie am Ende der NS-Diktatur oder beim Ende der Stasi-Diktatur, das letzte Gefecht mit dem allerletzten Aufgebot. Man will nun mit rannikarten Bonzen-Gewerkschaften, linksextremen Sozialverbänden und der Altparteien-Clique plus Antifa über Demonstrationen gegen die einzige Opposition in die Schlacht ziehen. Auch das wird scheitern, weil kein einziger normaler Bürger sich mit diesen Demokratieabschaffern verbünden will. Als allerletzte Instanz springen jetzt nun auch noch die Staatskirchenvertreter auf den Zug ins Nirvana auf. Auch das wird kläglich scheitern. Ihnen laufen ja schließlich auch die Gläubigen in Scham davon, allein im Jahr 23 eine Verringerung von 1,1 Millionen Mitgliedern. Ich kann das verstehen, denn Pfaffen sollen beten und keine Politik machen. Es ist auch sehr befremdlich, wenn sich Kirchenvertreter auf eine Bühne stellen und eine Oppositionskraft verächtlich machen, währenddessen sie ihre eigenen Pädophilie-Geschehnisse nicht ordentlich aufarbeiten und sich an tausenden Kindern vergangen haben und über diese Familien Schmerz und Elend gebracht haben. Schämen sollten sie sich. Und ja, nie wieder ist jetzt, wie man es an der evangelischen Domgemeinde keine 100 Meter von hier lesen kann. Ja, nie wieder Pädophilie in Kirchen. Ja, nie wieder Kirchen, die NS-Diktatoren im Dritten Reich hinterherlaufen. Ja, nie wieder Pädophile in Parteien wie Idati, nicht wahr, Frau Pehle, oder wie bei den Grünen in den 80er Jahren, nicht wahr, Herr Striegel. Und ja, nie wieder Rassismus wie bei der SPD Sachsen-Anhalt, die Frau Pehle als Spitzenkandidatin plakatiert und Herrn Diaby nicht. Nie wieder ist jetzt, nie wieder ungeprüfte Lügen, die die Staatspresse wohlfeil unter die Menschen bringt, und vor allem nie wieder Altparteien, die Geheimdienste missbrauchen und Parteien unterwandern, zersetzen und diskreditieren. Nie wieder ist jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zum Schluss, machen Sie sich keine Sorgen, wir werden mit Antidemokraten wie eh niemals eine Koalition eingehen. Die einzige Koalition, die wir eingehen werden, ist die Koalition mit der Bevölkerung dieses Landes, mit unseren Bürgern und mit unserem Souverän. Denn sie werden nach den Wahlen gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil der Souverän dieses Landes sie in den unverdienten Ruhestand schickt, in die Bedeutungslosigkeit und ins Abseits, wo sie als Demokratiefeinde von der SPD auch hingehören. Wir sind keine Untertanen der Ampel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt keine Alternative zur Alternative. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.